Vom 13. bis zum 21. Januar präsentieren über 2000 Aussteller auf der CMT auf dem Stuttgarter Messegelände Urlaubsideen für alle, die gerne mal etwas Neues entdecken möchten. Auch die Region Neckar-Alb ist dabei. Tübingen, Reutlingen und Metzingen haben sich zusammengetan und zeigen an ihrem Stand das, was die drei Städte und deren Umgebung sehenswert macht. In der gemütlichen Kaffeerösterei Rudolf in Metzingen trafen sich die Vertreter der jeweiligen Marketingorganisation der drei Städte und erlaubten, bei einem genussvollen Tässchen einen Blick auf das, was sie kulturell bieten werden. Wir haben ein großes Highlight, das ist unser Riesenfass, das weltgrößte Riesenfass. Und das kann man jetzt bis Ende Februar in Tübingen besichtigen. Und darüber werden wir natürlich die Leute informieren. Wir haben auch Flyer mit dabei. Das Riesenfass möchte die Stadt jetzt auch in das Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen. Darüber hinaus bietet die Universitätsstadt neuerdings Stadtführungen für Sehbehinderte und in englischer Sprache an. Auch das Reutlinger Stadtmarketing hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um Touristen in die Achalmstadt zu locken. Zungtattoos haben wir herstellen lassen. Das sind Oblaten, die mit einem Schriftzug bedruckt sind, bei uns das Reutlinger Stadtfest, die man dann auf die Zunge tun kann, den Zunge rausstrecken und dann steht dieses Logo halt auf der Zunge. Ist aber auch schnell wieder weg, sobald man Zunge wieder mit im Mund hat, ist es auch schon wieder weg. So wollen die Reutlinger die Menschen auf ihr Stadtfest bringen. Etwa 10 Kilometer von Reutlingen entfernt liegt Metzingen. Die Stadt ist vor allem für das Outlet-Center bekannt, das weltweit einzige, das mit der Innenstadt verbunden ist. Und genau damit wird sie auch werben. Aber wir sehen, das greift immer mehr. Outlet-Shopper kommen nach Metzingen in die Innenstadt, sehen sich unseren wunderschönen Kelternplatz an, gehen jetzt auch mal in die Weinberge. Unsere Wengerter sind manchmal ganz erstaunt. Dies zeige deutlich, dass die Stadt auch einen Fokus auf den Metzinger Wein legen müsse. Auf jeden Fall erwartet die Besucher der CMT eine breite Vielfalt, wenn sie am Stand der drei Städte vorbeischauen.